Hallo und willkommen, meine Freunde, zu Factorio. Ebenfalls ein Let's Play, was ich gerne hier auf meinem Kanal vorstellen möchte. Angedacht ist es jetzt erstmal für Gameplay in 12 Folgen. Mal schauen, vielleicht machen wir mehr daraus, denn dieses Spiel macht wirklich, wirklich viel Spaß und ist gerade neu auf Steam raus. Beziehungsweise ich spiele schon seit der Alpha und deswegen bin ich schon oder dürfte ich es schon länger spielen, hab's aber nie so wirklich gespielt, bis mich jetzt wieder das Fieber gepackt hat. Worum geht es denn in Factorio? Also ihr seht mal erstmal, die Grafik ist jetzt akzeptabel und hier unten was bewegt sich was. Ich zoome jetzt mal rein. Da seht ihr ganz klein, hier bin ich als Männchen. Und zwar sind wir hier auf einem Planeten gelandet. Und wir sollen hier die Vorbereitung für die Menschheit treffen. Und hier gibt es böse, böse Aliens, die uns rein theoretisch angreifen könnten. Allerdings habe ich das bei unserer Auswahl bzw. bei der Kartenerstellung, ich habe mir hier eine riesengroße Endloskarte erstellt, nicht berücksichtigt. Das heißt also, wir spielen im Peaceful-Modus, weil ich, wie gesagt, mit euch das Spiel erstmal erlernen möchte. Draußen gibt es vielleicht den ein oder anderen Factorio-Profi, der vielleicht viel, viel besser mit dem Spiel umgehen kann und weiß, wofür die ganzen einzelnen Schritte sind und so weiter und so fort. In Factorio geht es, wie gesagt, darum, alles zu automatisieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder hier reinzoome, es ist jetzt gerade Nacht geworden, wir gehen jetzt mal hier auf ein Feld zu. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier ein riesengroßes Erzfeld, Eisenerz, dann haben wir Kohle und dann haben wir hier nochmal ein Eisenfeld. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt frei random regeneriert. Wir haben hier ein kleines Männchen und wir, wie gesagt, sind jetzt dafür da, alles zu automatisieren. Dazu könnte ich jetzt mal hier die Taste aufrufen und ihr seht zum Beispiel, was ich hier am Anfang alles herstellen und craften kann. Aber meine Freunde, das ist noch lange, lange nicht alles, denn ich kann das hier alles erforschen. Und wie man das erforscht und wie man das anwendet, das weiß ich teilweise selber noch nicht. Deswegen werde ich das hier versuchen. Also ich würde gerne mit euch dieses Spiel Factorio spielen. Ich weiß, dass es immer, immer bessere Lösungen geben wird zu diesem Spiel als die, die wir anwenden. Aber nichtsdestotrotz möchte ich erstmal versuchen, meine eigenen Ideen umzuändern. Und das ist nämlich die ganz, ganz große Stärke von Factorio. Es gibt sozusagen gar kein Endcontent in dem Sinne, wo man sagen kann, okay, wir haben Endcontent erreicht und das Spiel ist zu Ende. Nein, das gibt es nicht. Es gibt immer wieder Optimierungsmöglichkeiten. Es gibt 100 Millionen verschiedene Optimierungsmöglichkeiten. Und das würde ich ganz, ganz gerne mit euch in dieser Folge bzw. in diesen Folgen näher bringen, erfahren und selber lernen. Also wie gesagt, ich werde mit Sicherheit viele, viele Fehler machen. Aber das ist dem verschuldet, dass ich das Spiel jetzt sozusagen, obwohl ich schon lange in der Alpha bin, blind spielen werde. Als erstes werden wir uns jetzt hier erstmal ein paar Bäume fällen. Das werden wir jetzt mal schnell machen. Ihr seht, am Anfang habe ich nur eine komische Eisenstange und unten der Balken, der da läuft, braucht schon wirklich seine Zeit, bis ich hier 4 Baumstämme abgerodet habe. So, trotzdem werden wir hier die Baumstämme abroden. Zumindest mal ein paar für den Anfang, damit wir ein wenig Brennmaterial haben. Ihr könnt euch schon vorstellen, wenn ich jetzt mein Inventar öffne, wenn ich die Bäume abholze, bekomme ich zum Beispiel Holz, ja? Also wenn ich die fälle. Man sollte gesagt haben, im normalen Spiel ist es so, je mehr Umweltverschmutzung man erzeugt, desto mehr Aliens greifen an. Und wie gesagt, wenn ich mal rauszoome, die Map ist riesen, riesengroß und ich könnte nach links, nach rechts, egal wohin, es würde einfach nicht aufhören. Ich kann also die ganze Map bebauen. Und ich kann einfach dieses Spiel hier nur empfehlen. Hier ist jetzt zum Beispiel Stein, was wir benötigen. Und ihr seht, ich habe jetzt einen Stein erfarmt. Und das dauert jetzt am Anfang alles ziemlich, ziemlich lange, bis wir die Abbaumechaniken automatisiert haben. Das Roboter, das für uns übernehmen. Ja?
Und wie gesagt, das ist die Stärke vom Spiel, wirklich eine vernünftige Produktionskette hinzubekommen, wie man was am besten hinstellen kann. Und ja, ich wiederhole mich gerne nochmal, es gibt da draußen die Profis, die Factorio in- und auswendig können. Und man kann alles viel, viel mehr und besser optimieren, als ich es hier zeigen werde. Über Kommentare in den oder unter den Videos zu den Bauvorhaben bzw. Verbesserungen würde ich mich natürlich sehr, sehr gerne freuen. Aber in erster Linie wollen wir ja erstmal, wie ich gerade gesagt habe, versuchen, meine Ideen umzusetzen. Und gerade am Anfang ist es jetzt so, dass wir wirklich hier die Steine abbauen müssen. Und das seht ihr hier, dass ich jetzt hier wirklich Stein um Stein abklopfe mit meiner Eisenstange hier, damit ich Stein habe. 15 Stück sollten für den Anfang erstmal reichen, glaube ich. Oder komm, machen wir direkt 20. Es dauert länger. Es gibt verschiedene Rohstoffe. Wir haben jetzt zum Beispiel Rohöl, Eisenerz, Kohle und Kupfer. Es gibt diverse Mods für dieses Spiel. Also das Spiel ist noch nicht ganz paar Tage draußen und es gibt schon unzählige Mods. Und wie gesagt, so viele Dinge, die man erforschen kann und bauen kann. Und ihr werdet es sehen, wie komplex das Spiel wirklich wird. So, jetzt aber bei 25 hören wir auf, denn wir müssen noch Eisen klopfen. Das möchte ich noch in dieser Folge machen. Das Eisenklopfen ist gar nicht so einfach. Zwischendurch wird die Map immer automatisch gespeichert. Das bin also nicht ich, sondern das ist das Spiel selbst. Und hier dieses Spiel Factorio ist wieder eins der Spiele, wo ich sagen kann, das Spiel hat wirklich jeden Cent verdient, was man dafür ausgibt. Was es kostet, beziehungsweise es kostet ja jetzt auf Steam 20 Euro im Early Access. Und wir haben es natürlich günstiger bekommen, weil wir die Vorab-Version in der Alpha schon, oder wir in der Alpha schon gespielt haben. Deshalb konnte man dort das Spiel günstiger kaufen. Natürlich aber auch nur bis zum Steam Release. Ne? Aber ich bereue hier keinen einzigen Cent, den ich in dieses Spiel investiert habe. Und ich bin sogar froh, dass ich dieses Spiel unterstützt habe oder unterstützen konnte. Ne? So, ihr seht, also das dauert alles ziemlich, ziemlich lange im Moment. Aber das soll mal uns am Anfang nicht stören. Wir haben ja alle Zeit der Welt und wir werden jetzt erstmal versuchen, hier das große Minenfeld abzubauen. Natürlich nicht mit der Hand. Ne? Das ist ja schon mal ganz, ganz klar. Also ich werde auch jetzt erstmal so weit bauen, wie ich es so bisher kenne. Ich neige leider immer dazu, immer erst Produktionsstätten perfekt zu bauen, bevor ich die in Betrieb nehme. Da muss ich mal schauen, wie ich das Verhältnis hinbekomme zu direkt produzieren und schön bauen. Aber das ist ja das Gute auch an Factorio. Man kann alles, was man erbaut hat, später wieder ändern. So, wir brauchen Eisen auf jeden Fall für Eisenerz. Und was macht man mit Eisenerz, meine Freunde? Natürlich einschmelzen. Und deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen Eisenerz einschmelzen. Ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Ich werde nämlich hier einen Ofen bauen. Seht ihr, ich kann 5 Stück bauen. Dann bauen wir jetzt erstmal einen Ofen. Den habe ich hier unten in meiner Leiste. Und den stellen wir jetzt einfach erstmal fürs Erste hier oben hin. So, der braucht jetzt wiederum Energie bzw. Brennmaterial. Das kann sein Kohle, die wir hier unten haben. Das heißt, wir müssten hier sozusagen jetzt Kohle abbauen und diese Kohle hierhin transportieren, damit dieser Ofen befeuert wird. Aber der muss auch eingeladen werden. Also jetzt muss ich ja hingehen oder jetzt gehe ich hin, ziehe alles per Hand da rein. Das können für uns aber auch, wo haben wir es hier, Roboter übernehmen, beziehungsweise Roboterarme, die ich erstellen kann. Allerdings benötigen die wieder Eisen und Eisenzahnräder. Ich habe also die Möglichkeit, jedes Mal per Hand zu craften oder aber in Fabriken selber das Gecraftete craften zu lassen. Das geht natürlich wesentlich schneller.
Wir haben aber zufällig Holz mit, was wir eben abgebaut haben. Und jetzt befeuern wir den Ofen und schon werden Stahlplatten hergestellt. Und in der Zeit, wo wir jetzt hier die Stahlplatten herstellen, ja, die denn hier drin liegen, so die drei Stück, werden wir uns jetzt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, nein, ich kann die immer noch nicht, warum? Okay, mir fehlt noch einmal Eisen. Jetzt müssen wir also noch einmal Eisen abbauen, damit ich diesen Eisenblock schmelzen kann, beziehungsweise dieses Eisenerz. Und dann kann ich mir schon mal eine Pickaxe bauen. Da geht das Abbauen dann doch schon eine Nummer schneller. Und dann werden wir uns den ersten automatisierten oder beziehungsweise befeuerten Bohrer machen. Also soweit sollte das Spielprinzip, glaube ich, schon klar sein für euch, oder? Ich hoffe zumindest, also dass ich das vernünftig und richtig rüberbringe. Wie gesagt, wir sind kein Bauprofi. Jetzt werden wir das eine Eisenerz da nochmal reintun. Er wird uns jetzt nochmal eine Platte brennen. Und ich hoffe, jetzt haben wir die Möglichkeit, ich drücke auch immer auf Forschung, genau. Jetzt können wir hier zum Beispiel eine Spitzaxe uns bauen. Die haben wir jetzt automatisch hier. Und jetzt geht das Abbauen wesentlich schneller. Ihr seht es, wie viel ich hier letztendlich abbauen kann. 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Ich werde jetzt das Video beenden. Und bevor ich abmoderiere, werde ich jetzt ein bisschen Eisenerz sammeln. Aber keine Sorge, ihr werdet nichts verpassen. Ihr seid immer live dabei. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao und bye-bye.